Nachdem die als Black November bekannte Terrorgruppe die Verantwortung für den Bombenanschlag auf die Bobble Mall übernommen hat, möchte ich Ihnen hiermit persönlich versichern, dass Kruversek erst ruhen wird, wenn sämtliche Täter gefunden und zur Rechenschaft gezogen wurden. Ich werde nicht untätig zusehen, wenn jemand mich und jene unter meiner Obhut bedroht. Und selbstverständlich wurden bereits Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass sich eine derart abscheuliche Tat nicht wiederholt. Wir haben gemeinsam eine Welt erschaffen, in der persönliche Freiheit und Unternehmungsgeist an erster Stelle stehen. Eine Welt, in der jeder, der seinen Beitrag leistet, mit Sicherheit und Wohlstand belohnt wird. Wollen Sie zulassen, dass diese Zecken uns das alles nehmen? Wollen Sie zulassen, dass sie alles zerstören, was wir aufgebaut haben? Sollten Sie also Informationen über diese Katastrophe haben, sind Sie verpflichtet, Kruversek darüber in Kenntnis zu setzen. Versäumen Sie dies, begehen Sie eine Straftat, die mit der Auflösung Ihres Vertrages geahndet wird. Ich bin Gabriel Kruger. Vielen Dank. Da scheint jemand Bammel zu haben, wenn er schon so eine Ansage macht. Also machen wir was genau richtig und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Mirror's Edge Catalyst. Wo ist meine Verbesserung hin? Was überhaupt aussieht. Aber wir spiegeln uns da jetzt nicht und das dreht sich und das da nicht. Was ist das denn? Voll die Verarsche. Das ist doch ein Bild. Ah, das ist schon, wenn man schon so eine Spiegelung macht, dann muss das doch wenigstens funktionieren. Da dreht sich's und da nicht. Naja. Hallo. In diesem Gebiet und in diesem Gebiet. Und was das Wichtigste ist, eins im Zentrum. Ja, dort brauchen wir eine Explosion. Und genau damit ködern wir sie. Das sollte sie aufscheuchen. Faith, gut, dass du da bist. Das dürfte dich interessieren. Tida, sie hat den Angriff angeführt. Ja, wir wissen über sie nicht viel mehr, als dass sie ein hochrangiger Kruger-Sec-Offizier ist. Sie ist heute unser Ziel. Ich bin keine Mörderin, vergessen Sie es. Wir töten sie nicht. Wir entführen sie, um sie einzutauschen. Wir sollten es tun, Faith. So rächen wir uns. Ich... Na gut. Wie ist der Plan? Kruger-Sec wird in Kürze den Aufenthaltsort einer bestimmten gesuchten Person erfahren. Meine. Sie wird das Einsatzteam anführen und uns direkt in die Falle laufen. Du und Icarus müsst unsere Fluchtrouten sichern. Das kriegen wir hin. Tja, na gut. Solange wir nicht ernsthaft zuschlagen können, bleiben uns nur solche Aktionen. Ich glaube nicht, dass sich so je etwas ändern wird. Und ich glaube, deine Meinung ist unerheblich. Gehen wir es an. Aber vorher gibt's eine Verbesserung. Wenigstens das. Ich habe dir von Tristan ein Upgrade für dein Mac besorgen lassen. Es liegt auf dem Tisch. Du wirst es brauchen. Gib. Magrobe heranziehen. Drücke die Taste. Im Aktivierungsbereich. Objekt heranziehen. Ja, das ist sogar das Bild da. Das ist genau die Stelle da, wo wir es zum ersten Mal gesehen haben, dass da sowas möglich ist. Und genau sowas ist das aber. Das war ja schon offensichtlich. Gut. Wir haben 2 Punkte. Wir könnten wieder was ausgeben. Moment, bevor ich es vergesse. Hier kann ich jetzt nicht weitergehen. Dann muss ich hier erst wieder rausgehen. Jetzt kann ich hier hingehen. Wir haben doch wieder was eingesammelt. Ich da dann wieder ganz, ganz, ganz viel habe, was wir noch angehen müssen. Hier. Das ist doch zum Beispiel neu. Beatrix Bloch. Beatrix ist eine Erbin dritten Grades des Hauses Bloch, die nach langwierigen Verhandlungen zwischen ihren Familien mit Peter Bryson, einem Erbe zweiten Grades des Hauses Bryson, verlobt wurde. Ihre Beziehung basiert jedoch nicht auf Liebe, sondern ist eine reine unternehmerische Verbindung, die die Bande zwischen ihren Häusern stärken soll. Da das Haus Bloch derzeit keinen Sitz im Konglomeratsvorstand innehat, kann es durch diese Ehe am meisten gewinnen. Doch wie jeder weiß, können die Dinge schon im nächsten Geschäftsjahr vollkommen anders aussehen. Beatrix fühlt sich in einem Käfig aus Konvention und Erwartungen gefangen und träumt insgeheim davon, sowohl ihrer Verlobung als auch der Stadt zu entkommen. In Wahrheit jedoch würde sie es niemals wagen, das einzige Leben aufzugeben, das sie kennt.
Auch wenn sie sich dafür ebenso sehr verachtet wie für ihren mangelnden Mut, hat sie sich inzwischen viel zu sehr an die Privilegien gewöhnt, die sie als Tochter eines Hauses selbst als Erbin dritten Grades genießt. Haben wir noch nicht gesehen. Aber wir haben schon was zu ihr gefunden. Okay. Was haben wir noch? Nomad kennen wir schon. Und hier, Rebecca Thane. Als Rebecca Thane durch die Ereignisse während der Novemberunruhen viele ihrer Freunde verlor, verwandelte sie sich von einer aggressiven Idealistin, die für Arbeiterrechte und soziale Gerechtigkeit eintrat, in eine Frau, die ausschließlich von Rache getrieben ist. In ihrer Impulsivität hatte sie schon früh dafür plädiert, die Regierung und Unternehmen gewaltsam zu bekämpfen, stieß damit jedoch bei den anderen Anführern der Widerstandsbewegung, insbesondere bei Noah Kekai und Faiths Eltern, auf Ablehnung. So blieb ihr Ruf nach einer harten Vorgehensweise in jenen Anfangstagen weitgehend ungehört. Als dann aber die Connors während der Unruhen getötet wurden und sich Noah auf die Dächer zurückzog, blieb nur noch Rebecca übrig, um den verbliebenen Widerstand im Kampf gegen die Obrigkeit anzuführen. Sie gründete Black November, eine Gruppierung, die fest entschlossen ist, das Konglomerat mit allen Mitteln zu stürzen und dabei die rigorose Haltung vertritt, dass es in diesem Kampf keine unschuldigen Zivilisten gibt. Da ihrer Überzeugung nach jeder, der nicht gegen das Konglomerat kämpft, es indirekt unterstützt, ist auch jeder ein Ziel. In Rebeccas Augen ist die allgemeine Bevölkerung nur eine Herde Schafe, unfähig eigene Entscheidungen zu treffen, die von ihr als ihrer selbsternannten Hirtin zu grüneren Weiden geführt werden müssen. Jetzt wird's aber metaphorisch. Es ist jedoch ein langer, schwerer Weg, und wenn dabei einige auf der Strecke bleiben, ist es eben so. Hat man schon? Und hier haben wir noch den Kruger-Aufstand. Wieder in der Familie. Die Krugers waren eine der alten Familien. Sie hatten sowohl die Kriege als auch die Regression überstanden und sich dabei nicht nur ihren Stolz, sondern auch einen Teil ihres gesammelten Wissens bewahrt. Als Omnistadt die Macht ergriff, fügten sich die Krugers den neuen Herrschern, sicherten sich aber gleichzeitig wichtige Positionen innerhalb der wachsenden Partei. Da sie die Philosophie, auf die sich Omnistadt stützte, jedoch nie wirklich akzeptierten, begannen die Krugers im Laufe der Jahrzehnte mit der Planung eines drastischen Umsturzes. Sie waren der Überzeugung, die Zivilisation könne sich nur durch eine gänzlich andere Gesellschaft mit freiem Unternehmertum und persönlichen Leistungen wirklich weiterentwickeln. Konzepte, die der Partei verhasst waren. Obwohl sie aus Angst vor Verrat behutsam vorging, gelang es den Krugers, auch andere Familien für ihr Vorhaben zu gewinnen. Einige von ihnen waren bedeutende Parteimitglieder, andere wichtige Stützen der Gesellschaft. Die Brysons, Mellers und Vanderburn Fairchilds, kennen wir noch gar nicht, schlugen sich auf die Seite der Krugers und halfen ihnen in ganz Omnistadt die Flammen der Rebellion zu entfachen, als die Zeit gekommen war. So, wieder eine kleine Geschichtsstunde. Was ich schade finde, wenn man hier Sachen hört, die man bisher im Spiel noch gar nicht gehört oder gesehen hat. Dass man erst hier dann im Text davon erfährt. So. Fokusschild Plus. Was haben wir hier? Störung. Ah, betäubt Kruger-Sec-Einheiten. Für kurze Zeit durch Störung. Oh, schaut mal das Bildchen da. Zerstört Überwachungskameras. Finde ich nicht schlecht, aber ich weiß auch nicht, was die Überwachungskameras so Schlimmes machen. Wenn wir gerade auf der Flucht sind, kann ich mir vorstellen, dass die unsere Position verraten und dass die bösen Buben uns dann schneller finden. Das werde ich womöglich machen, damit ich einfach die blöden Kameras kaputt machen kann. Info Sentinel. Schwerer Übergang. Schaden. Leichter Übergang. Schaden. Und Carbon-Gewebe.
Die Erklärung dazu schon wieder. +1 Ausdauer, experimentelle Kruger-Dev-Technologie, die Black November in die Hände gefallen ist. Die Einarbeitung intelligenter Nano-Carbon-Fasern sorgt für eine deutlich verbesserte Zerstreuung einwirkender Kräfte. Klingt aber wirklich technologischer. Ja, mal gucken. Also die beiden Übergänge, Infos Sentinel, die haben wir erst bekommen. Das wäre Fokusschild +++. Wir haben schon Fokusschild und Fokusschild +. Störung würde ich ganz gerne machen und die Infos Sentinel. Gut. Haben wir uns auch wieder verbessert und jetzt ist schon die halbe Folge rum. Mann, wie die Zeit vergeht. Okay, wir können ja gleich mal so ein paar Planken runterholen. Zum Beispiel da, wo wir reingekommen sind. Netter Move. Netter Move. Bist du Kamina? Wir sollen da hin. Ah. Habe ich gestört. Alles klar. Und das Ding lädt sich einfach mit der Zeit wieder auf durch Bewegung, Induktion. Also diese Störung. MLE. Mirrors Agile Catalyst. Oder so ähnlich. Mirrors Agile Catalyst. Ah, okay. Du machst deinen Lärm, du. Schaut mal da unten links. Also ich komme gerade nicht mit dem Pünktchen dahin nach unten links, aber da ist so ein kleiner Kreis, der langsam aufgefüllt wird. Grid League. Wir ja auch eine Menge einsammeln. Hier komme ich noch nicht rüber. Was sollen wir eigentlich hier? Naja, hier sein. Das war knapp. Oh Gott, wo ist das Mirrors? Da ist bloß Edge Catalyst. Ich hätte beinahe vergessen, den Prozessor rauszurupfen. Nee, geht auch so. Achso, nee, da ist was dran. Oh, Kacke. Habe ich gar nicht hingeschaut. Ich habe einfach eine Wand gesehen und ran da und dann... Oh, da war ja noch was. Gut, machen wir es halt erst weg. Meinetwegen. Zack. Oh, kaum Geschwindigkeit, aber es geht. Was mit euch? Können wir euch auch wegmachen? Kick, kick, guck. Hier ist aber eine dunkle Gasse. Müssen wir uns jetzt fürchten? Nö. Dunkel ist sie trotzdem. Okay, so weit oben. Da müssen wir hin. Hier können wir ran und dann uns da wegdrehen. Kann man sich daran festhalten? Ich werde erstmal den Weg gehen, den ich zuerst gesehen habe. Zack. Also hier gibt es einen Schatten, der sich auch dreht, auch richtig? Scheint so. Vive la Resistance. Rebecca plant Kruger-Sec durch die Entführung einer hochrangigen Offizierin einen empfindlichen Schlag zu versetzen.
Die Zielperson ist dieselbe Frau, die du bereits bei Elysium und später auch während des Angriffs auf das Versteck gesehen hast. Ja, genau. Bei dem Noah getötet wurde. Angeblich, ich glaube daran immer noch nicht. Ikaros und du sollt bei der Entführung helfen, indem ihr die Fluchtrouten zum Versteck von Black November sichert. In dem Gebiet wurden weitere automatische Geschütze, Beobachtungsdrohnen installiert, die inzwischen aktiv sind. Okay, alles klar. Faith, Ikaros, um es glaubwürdiger zu machen, dass ich mich an der Oberfläche aufhalte, inszenieren wir in diesem Bezirk ein Ablenkungsmanöver. Wenn es soweit ist, müssen unsere Fluchtrouten frei von Beobachtungsdrohnen sein. Wir kümmern uns drum, Rebecca. Keine Sorge. Drohnen runterholen. Achso, das musst du wegmachen. Oh. Und deaktiviert direkt ihre Steuerungsterminals. Das ist die effektivste Vorgehensweise. Alles klar. Ha. Hätte man noch anders machen können, aber hey. Erstmal nach oben. Uiuiui, das ist aber weit oben. Hier unten liegt nicht noch irgendwas herum, was ich vergessen könnte. Sieht nicht so aus. Ich hoffe, wir kommen auch wieder zurück. Hier sieht es aus, so dreckig, so schmutzig, so verkrümelt. Oh, Müllsäcke liegen hier auch noch rum. Ganz, ganz andere Welt, so schmutzig. Ein Partikel gibt's hier auch noch. Ich habe hier unsere ersten Beobachtungsdrohnen. Schalten wir sie aus. Drohnen runterholen. Wir können sie stören. Tödlicher Beschuss ist nicht gut. Zumindest nicht für uns. Luftdrücken ist hier nicht. Wie kommen wir jetzt da hoch? Ich glaube, da hinten ist kein Grid League. Oh, es wird wieder hell. Zum Untergrund zu sein hat auch was, aber draußen ist es dann doch schöner. Das sieht cool aus. Verdammt, sie haben mich okay, erkannt. Das ist nicht mehr cool. Ich sitze hier fest. Sie erwischen mich nicht, aber ich kann hier auch nicht weg. Du musst sie deaktivieren. Ich glaube, da ist ein Terminal. Flattern Drohnen rum. Erstmal hier oben gucken, erstmal überhaupt mit der Umgebung vertraut machen. Toll. Was für beharrliche Bastarde! Die hören einfach nicht auf zu feuern! Pass auf, dass du nicht in das Schussfeld gerätst, Faith! Autsch, autsch. Geschafft. Das ging ja einfach. Langsam ist es doch ein bisschen brenzlig geworden. Wir treffen uns unten. Einfach mal Hand auflegen, das war's schon. Nichts groß eingeben, einfach nur Hand drauf. Und noch nicht mal eine autorisierte Hand. Hand drauf reicht, ihr Kackdinger, ihr. Weh, die gehen jetzt einfach so wieder an. Gibt's hier vielleicht noch irgendwie ein Dokument oder eine andere Aufnahme? Oh, hier ist ja gar kein Zeichen der Deutschen Bank drauf. Die Tür muss doch aufgehen.
Nein! Ich fürchte, in dem Tempo schaffen wir das nicht. Wir könnten uns aufteilen. Gute Idee. Ich habe das Gefühl, Rebecca akzeptiert keinen Fehlschlag. Jagt mir Angst ein. Ich dachte, du magst sie. Nun, wir sollten aufhören, Mutmaßungen über den anderen anzustellen. Vielleicht. Und nur damit du es weißt. Ich mache das hier für Noah, nicht für sie. Ich auch. Faith, Icarus, wie ist die Lage? Eine Drohne ist schon deaktiviert. Worauf wartet ihr denn noch? Und ich dachte immerhin, Runner wird schnell. Legt einen Zahn zu. Sir, yes, Sir. Ich nehme Route B, du nimmst A. Wir schlagen schnell und hart zu. Schnell und hart, klingt gut. Arbeite dich weiter durch das Gebäude. Gut, machen wir. Und was sich hier dahinter befindet, das werden wir nie ganz herausfinden, auch nicht in der nächsten Folge. Und bis dahin, macht's gut. Und tschüss.